Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Die Mama ist nämlich gerade bei der Sparkasse, die habe ich extra weggeschickt, dass ich hier 20 Videos aufnehmen kann. Und jetzt möchte ich sie überraschen, wenn sie wiederkommt, mit einer Pizza, einer ganz besonderen Pizza, die wir hier wieder aus dem Rewe geholt haben. Das ist nämlich die Rewe Beste Wahl Pizza Klassiker Kartoffel und Speck mit Kartoffel, Bauchspeck und Porree. Dünn und knusprig. Sieht die nicht gut aus? Was sagt ihr dazu? Eigentlich habe ich erst gedacht, das ist ein Flammkuchen, aber es ist eine Pizza. Kartoffelspeckpizza. Gehört für euch Kartoffel auf einen Pizzaboden? Das ist ja wie wenn man sich einen Döner mit Pommes bestellt. Also Pommes in dem Döner drin. Gibt es natürlich auch, nennt sich Pommdöner. Wir wollen die jetzt aber mal probieren. Habe ich nämlich noch nicht gesehen, habe ich noch nicht gehabt. Gibt es bestimmt aber schon länger, steht ja auch nicht neu drauf. Wir packen die aus, schauen die uns an und dann ab in den Ofen. Der Ofen, der sowieso immer alles schwarz macht. So, jetzt ist er hier ausgepackt. Das machen wir auch mal ab. Dafür habe ich natürlich nur eine Hand. Eigentlich kann man das ja hinstellen, aber wenn man es nicht macht, dann kann ich es auch nicht ändern. Der Ofen ist auch schon vorgeheizt. Hier ist überall, vor allem der Ofen ist einfach zu heiß und schwarz und das Gefrierfach ist wahrscheinlich zu kalt, dass sich überall Eiskristalle drauf bilden. Habt ihr das auch bei euch, wenn ihr Pizza essen wollt, dass ihr erstmal da eine ganze Eisschorle runterkratzen müsst? Ist, glaube ich, auf jeden Fall dafür da, dass die Pizza schön wässrig wird. Jetzt haben wir die hier. Die packen wir jetzt in den Ofen und gucken dann, wie die aussieht, wenn die fertig ist. Hier ist immer noch das Gras vom Adi, was ich versuche ranzuzüchten, damit das irgendwann mal so aussieht, aber irgendwie funktioniert das nicht. So, die Pizza ist also fertig. Guckt euch das an. Seht ihr die Kartoffeln? Seht ihr den Speck? Seht ihr den Porree? Ich sehe nichts. Auf jeden Fall war das wieder hart an der Grenze. Fast wäre die schwarz geworden. Wir stellen euch jetzt aber hier hin. Wir probieren die jetzt auf einmal. Auf jeden Fall. Sind das Kartoffelwürfel? Keine Ahnung. Sind das Kartoffelstückchen? Ja. Das ist wie Wedges. Der Speck ist hier als Streifen draufgelegt sozusagen. Porree ist grün, ne? Das müsste bekannt sein. Aber lustig, dass das so wirklich so Kartoffelwürfel sind, so kleine Vierecke. Wir beißen jetzt einfach mal hier ab. Also irgendwie ist der Ofen ganz komisch. Wenn die Pizza innen immer noch gefroren ist, ist sie außen schon verbrannt. So müsst ihr, wenn ihr seht, die fängt an Flammen zu bekommen, rausnehmen. Dann habt ihr Eiswürfel trotzdem innen drin und dann direkt essen, obwohl es immer noch heiß ist. Schmeckt an sich schön tomatig von der Grundierung. Diese Kartoffelstückchen, es sind halt Kartoffelstückchen, ist halt wie Wedges so. Fehlt irgendwo trotzdem noch was richtig Würziges. Das ist so knatschig, das ist so pframpfig da drauf. Macht euch doch einfach mal, nehmt euch doch mal ein Toastbrot und macht da Bratkartoffeln drauf und klappt es dann zu mit einer anderen Scheibe Toastbrot und esst das. Ihr habt also zwei, ihr habt einen Deckel, ihr habt einen Boden und dazwischen habt ihr würzige Bratkartoffeln mit Zwiebeln, aber eigentlich will man ja was anderes dazu. Aber es zwingt dann ja keiner zum Kauf. Also ist okay. Essen kann man es auf jeden Fall. Ich hätte mir nur gewünscht, dass man den Speck mehr rausschmeckt. Das Einzige, was ich ganz deutlich merke, sind die Kartoffelstückchen. Die machen eben einen Geschmack, den du nicht von der Pizza erwartest. Dadurch ist sie halt was Besonderes, aber ich glaube, zum Probieren reicht das. Muss man jetzt sich nicht unbedingt nochmal holen und nochmal holen und nochmal holen. Ihr könnt euch lieber andere, da gibt es ja auch vegetarische Varianten, vegane Varianten, die trotzdem mit Geschmack überzeugen. Die ist nicht vegetarisch, weil da der Speck drauf ist, hat aber trotz Speck an sich wenig Geschmack. Fehlt mir etwas irgendwo, dieses Geschmacksintensive, kann man essen, muss man nicht, ne? Habt ihr die schon mal probiert?
mit Speck, mit Kartoffeln, mit Porree, dann schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr die hattet. Ist okay für zwischendurch, aber echte Pizza muss einfach anders. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Heimlich testen wir noch eine zweite. Das Video dazu seht ihr dann aber später. Von der erwarte ich mir natürlich viel, viel mehr. Welche die ist, die dann doppelt so hoch ist wie die und scharf, das seht ihr in der nächsten Folge Ramses Kitchen. Wenn ich das direkt danach hochlade, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mmh.